Sommer, wie er früher einmal war. Ja, von Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Ja, ja, wie in diesem Jahr. Ja. Was für ein scheiß Sommer. Haben wir schon Sommer? Ich dachte, wir haben Herbst. Oder Frühjahr. Oder Monsunzeit. Oder das ist auch so ein ganz was Neues, was genau, man noch gar nicht kennt. Das kennt man noch gar nicht. Also Dauerregen und Mücken ohne Ende, würde ich mal sagen. Und damit herzlich willkommen zur 30. Ausgabe Mensch, von keine Wochenshow. Ja, an diesem schönen Sonntag, den 30. glaube ich. 30. Juli haben wir heute. Ende Juli ist schon wieder. Und so richtig kommt der Sommer nicht in Fahrt. Nee, überhaupt nicht. Also wir haben ja mal warme Tage, kurz und dann haben wir wieder Regen. Eigentlich eher Regentage. Regen, Überschwemmungen hier und dort. Ja, also es war tatsächlich so, letzten Sonnabend war es. Und ich meine, Oranienburg und die Region um Oranienburg, Oberhavel, die ist ja sowieso schon regengeschädigt. Und dann kam aber letzten Sonnabend nochmal ein Regen runter, wo ich schon wieder dachte, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich war auch tatsächlich mit Auto unterwegs. Und es lief. Wie heißt der Roland Kaiser? Und bin dann wieder durch eine Brückenunterführung an der Pikanstraße, wo schon wieder das Wasser stand und ich schön langsam durch und mir ist ein Auto entgegengekommen. Durchgerast, es ist ungelogen. So eine Welle über mich rüber. Also ja, vielen Dank, auch wenn ich jetzt hier absaufe. Du hast doch nicht mal sein Kennzeichen. Nee. So eine Schweinerei. Aber es ist alles gut gegangen, aber. Es ist trotzdem, es gab ja dann anderthalb Tage nochmal Dauerregen. Mhm. Wir haben auch gezittert, aber dankbarweise bei uns ist jetzt hier nichts passiert. Ja, ihr seht uns aus unserem trockenen kleinen Kellerkabuff. Ja, aber es ist trotzdem Wahnsinn. Also was schon wieder runtergekommen ist, also in Hohneuendorf und Glienicke war diesmal richtig schlimm landunter letzten Sonnabend. Legebuch musste wieder die Feuerwehr richtig doll ausmitten. Die Birkenallee war wieder komplett unter Wasser. Und zweimal, sehr stimmt. Also einmal am Wochenende und einmal jetzt, was haben wir heute? Haben wir nicht Freitag. also quasi, es hat ja geregnet Dienstag, Mittwoch. Montag, Dienstag, Mittwoch. Montag haben sie angesagt, die Wetterumwarnung sollte dann bis Mittwochabend gehen, was dann noch weitergegangen ist, bis Donnerstag früh. Genau. Und ist natürlich viel passiert. Wie gesagt, Brückenallee ist wieder die Kanalisation übergelaufen. Die mussten sie wieder ab. In Legebruch. Ja, da gab es ja seit Samstag besteht ja auch das Sommerlager von den christlichen Gemeinden aus Fehlefanz und Oranienburg. Die mussten jetzt ihren Platz wieder ein wenig räumen. Innerhalb von einem Tag. Ja, sind die umgezogen. Da zwar nur wenige hundert Meter, aber ist schon ein großer Aufwand gewesen. Gerade die alle Zelte, die sie bereits aufgebaut hatten, alles an sonstigen Toilettensachen mussten alle umgefahren werden. Das war schon groß Aufwand. Morgen startet ja, wie gesagt, neue Sache. Am 29. startet Sommerlager unter dem Thema Luther. Nee, das Sommerlager ist schon gestartet. So. Am Freitag ist es gestartet. Genau, so mal. Man muss dazu sagen, für Leute, die das jetzt nicht kennen, das Sommerlager der Freikirche findet einmal im Jahr statt und es ist jetzt kein so ein kleines Ding. Also da sind 160, 180 Kinder um die 12 Jahre, mittlerweile, ja. Und es sind nochmal um die 100 Betreuer. Genau. Also es ist so ein Riesending, was da stattfindet auf einer Wiese am Mühlensee in Fehlefanz. Richtig. Und das Problem war, also die Wiese war eigentlich ganz okay. Aber, die Zufahrt, das ist alt, morastig, ist halt nass. Der Boden nimmt ja keinen Regen mehr auf. Das ist halt nur noch Matsch und Wasser. Ich habe mir am Dienstag oder Mittwoch schon erzählen lassen, dass es halt problematisch ist und dass sie nur noch mit Radladern und Traktoren auf das Gelände kommen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da schon gefragt, wie die das eigentlich sicherheitstechnisch absichern wollen. Also ich war ja früher auch im Sommerlager dabei und wir hatten schon mal so einen Sommer gehabt, wo es total geregnet hat. Da sind wir dann wirklich mit einem Traktor da lang gefahren. Das war dann anders gar nicht mehr möglich. Das war dann wahrscheinlich während des Camps. Das war während des Camps, genau. Und da war auch schon mächtig. Sie hatten auch andere Seiten ein Sommerlager gehabt, wo es total trocken war und da durfte auch kein Feuer mehr angemacht werden, weil dann die Brandstufe weit hochgestellt wurde. Wir hatten schon im Sommerlager alles erlebt, oder fast alles. Ja, da ist mir aufgefallen, den Abend. Nee, willst du jetzt das Thema wechseln? Nee, Donnerstag war ein Vormittag, wo wirklich schönes Wetter war und ich bin an Germdorf an dem Tierpark vorbeigefahren. Du glaubst nicht, was da los ist. Jetzt hast du ja doch das Thema gewechselt. Nee, jetzt sind wir noch zum Wetter. Nee, ich wollte ja noch sagen, Achso. Ich wollte ja noch sagen, dass mich das ein bisschen irritiert,
Ich habe am Freitag dann mit den Verantwortlichen nochmal gesprochen und auch nochmal gesagt, naja, wir hatten ja schon am Mittwoch darüber gesprochen, dass es schwierig ist, ranzufahren. Und es hieß dann so, dass am Donnerstagnachmittag war dann das Ordnungsamt da, Polizei, Feuerwehr, um das ganze Ding abzunehmen. Wie immer. Und es war dann so, dass die dann gesagt haben, nee, also das geht nicht, weil Rettungsweg. Mhm. Und was mich dabei ein bisschen überrascht hat, dass es die so überrascht hat. Weil ich finde, das muss doch ein ganz großes Ding in der Planung sein, Rettungsweg, dass der auch immer frei ist. Und das Argument war, dass die ja über die Fähre kommen können und eventuell ein Helikopter. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn da 300 Leute auf so einem Platz sind. Da muss das natürlich alles. Und deswegen wundert es mich, dass die so darüber überrascht waren. Gibt es immer wieder neue Situationen, die man immer neu herausfordern. Ich glaube, das nächste Mal werden sie, glaube ich, gleich anders da an die ganze Sache rangehen. Die rechnen, glaube ich, immer noch von jedes Jahr und wir werden es dann, ob es dann nächstes Jahr auch ein Sommerlager geben wird, wird sich ja immer erst nach dem Sommerlager entscheiden. Und da wird dann der zukünftige neue Plan aufgenommen. Ja. Aber denn, also trotzdem muss man eine logistische Meisterleistung, dieses Ding von einem Tag auf den anderen. Also da kann man wirklich die Helfern, die da geholfen haben, von den Freikirchen, waren ja viele, die da aus den Gemeinden da mitgeholfen haben, und den großen Respekt auch an die Mitarbeiter selber, die da die auch die Woche denn da sind. Ganz große Leistung. Ja, jetzt eigentlich wollte ich ja noch erzählen zum Thema Wetter. Wie gesagt, am Donnerstag bin ich bei Tierpark Eichhardt vorbeifahren und ich war echt erstaunt. Weil kaum war die Sonne da, Mittwoch Regen ohne Ende, Donnerstag relativ gutes Wetter und das Ding war knackenvoll. Ja. Und die haben wirklich ungelogen zum Eingang angestanden, 60 Meter und es war eine riesige Kolonne von Autos. Ey, war unglaublich, unglaublich voll. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man in der Nähe von Gamsenhof ist, dass man gleich dahin fahren kann. Großartiges Ding und bleibt jetzt auch, wie gesagt, in Familienhand, wird nicht verkauft, das ganze Gerät. Was hast du noch zu trinken? Ich habe ein Bier aus Polen, Kommes heißt es, und es ist, hoffe ich, doch ein Schwarzbier, was schmeckt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mehr kann ich nicht lesen. Kommes. Hast du auch nicht vorbereitet, wa? Kennst du das? Gibt's auch im Internet, kann man doch bestimmt irgendwas. Ach, Pivo Cimnie Refementowane Butelche. Na? Auf ein gutes Schwarzbier. Aus Miloswaf. Aus Milos. Miloswaf. Ui. Ich hab ja. Ui, das schmeckt ja ganz anders als normales Schwarzbier. So sieht das aus. So. Einmal winken. Ja, es schmeckt sehr. Du bist überhaupt nicht im Bild. Ich bin gar nicht im Bild. Nee, du bist nur bis zu der Nase im Bild. Wo? Wenn du jetzt nicht so runterbeugst, bist du. Soll ich mal so bleiben? Ja. Oh Mensch, wisst ihr was Schönes? Hat einen sehr, sehr gewöhnungsbedürftigen Geschmack, ist nicht schlecht. Hat so einen leichten Schnapsbeigeschmack. Bin nicht so ein großer Schnapsfreund, aber wie viel Prozent hat. War ich denn im Bild? Ja, du warst eigentlich, weil ich weiß, warst du im Bild. Okay. Der Ding hat, hat so ja 10 Umdrehungen. Und eine Stammwürze von 19,5%, also das war für dich rot. Muss mal kosten, hat so einen leichten, wie gesagt, Schnaps-Nachgeschmack. Okay. Ja, wusste mal. Du kannst ja mal in der Zwischenzeit, kannst ja du mal gucken, ob ich im Bild bin. Soll ich mal gucken? Ja. Ich geh mal gucken. Nicht, dass wir die ganze Scheiße hier wieder umsonst aufnehmen? Ach, wir doch nicht. Was machen wir doch nicht? Nein, Robert ist im Bild. Oh. Das ist ja... Ich will nicht sagen eklig, aber es ist ja ganz schön eklig. Ja, wie gesagt, schmeckt nicht. Ich trinke übrigens Rauch, Eistee, lecker, Prost. Mensch, da hast du was nicht Alkoholisches. Mm. Da fällt mir noch. Ja. Da fällt mir jetzt spontan die Worte. Mm. Dann können wir ja. Wir bleiben bei der Lokalberichterstattung. Oh, was hast du denn? Es gab ja das Skandälchen, wieder, also wir reden mal wieder über den Bürgermeisterwahlkampf in Oranienburg. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Die Wahl ist ja am 24. September und das heißt, dass die Wahlplakate an einem bestimmten Tag genau 2 Monate vorher aufgehangen werden dürfen, also am 24. Juli. Ah, ein Montag. Aber. Die SPD war so frei. Frei, genau, die Dinger schon am 22. Juli aufzuhängen. Welche Tragödie. Ja. Mensch, der hat Schwellen geschlagen. Ja, genau. Es ist ja eigentlich, es ist ja auch, das Schlimme ist, es bleibt ja ungeahndet wahrscheinlich. Ja, klar. Weil, ja, kann man nicht überprüfen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, und ich meine, die haben jetzt sicher die schönsten Stellen in Oranienburg an den Laternen ausgesucht. Vor allem die Höhe. Die Höhe, genau.
Und aber ich finde, das hat schon ein großes Geschmäckle, weil es ist ja, hat ja schon doch den Eindruck, die können eh machen, was sie wollen und es ist auch alles egal. Es, ja, ja. Regeln kann man machen, aber ist doch alles wurscht. Also, ja, so nach dem Motto, ah, wie schnell doch die Stadt auch zugepflastert ist gleich mit Plakaten. Also, man ist ja und es sind noch nicht mal alle, noch ey, lange nicht alle. Ey, überleg mal, also kaum 3-4 Tage erlaubt und schon ist die ganzen Kreuzungen, Kreisverkehr alle zugestellt. Ist der Hammer. Also bis jetzt haben plakatiert die SPD mit der Bürgermeisterkandidatin, die ja schon die neue Bürgermeisterin ist, wie ja, wir den Plakaten entnehmen. Die Grünen haben so ein bisschen plakatiert. Die AfD. Die AfD hat plakatiert. Und Alex Lesicke. Der Einzelkandidat Lesicke. Ja. Alle anderen noch nicht. Es gibt so ein paar Plakate von Kerstin Kausche von der aber CDU. Aber die lieber an den privaten. Genau, die sind, also die hat selber noch nicht plakatiert, zumindest Stand Freitag. Aber interessant ist doch, dass man viel von den Leuten hört, also meinetwegen auch von dem Hannah Klemp oder mal von der Jennifer Collin, aber von der Kerstin Kausche hört man irgendwie während des Wahlkampfs eigentlich wenig. Oder ja, dann müsstest du dich mal informieren und Zeitung lesen. Ja. Und da würdest du nämlich ein bisschen was hören. Ja. So sind die Leser heute. Ich hab mir übrigens überlegt, das werden wir heute nicht machen, weil es auch dann technisch ein bisschen aufwendig wäre. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich werde mal so ein paar Wahlplakate fotografieren. Oh ja. Und die werden wir dann kommentieren. Oh, das ist eine gute Idee. Es gibt ein paar sehr interessante. Ich habe schon zum Beispiel, werden wir jetzt nicht, aber ich habe schon sehr interessante Wahlplakate gesehen. Das unter anderem vom Lesicke-Sohn, ah, ja. die ich wirklich überraschend fand. Aber reden wir ja, das ist eine gute drüber. Idee. Das ist eine super Idee, das machen wir so. Finde ich klasse. Wir erstens reden über den Freitod von Chester Bennington. Deswegen auch mein Plakat heute, mein T-Shirt. Ich bin heute in Linkin Park. Ja, du bist da bestimmt wieder nur bis hier zu sehen. Du kannst ja immer aufstehen und vor die Kamera gehen. Nein, ich mache einfach mal so meinen dicken Bauch in die Kamera zeigen, ist dann langweilig. Hier steht Linkin Park. Ja, an Gedenken an Chester Bennington, der die Woche den Freitod gewählt hat. An den Geburtstag übrigens von Chris Cornell, der gerade mal ein paar Wochen vorher sich das Leben genommen hat. Und der ist auch an den Geburtstag von diesem Herrn den Freitod gewählt. Ist natürlich nicht so schön, aber der Nachruf von den ganzen Musikern und Freunden ist natürlich endlos groß gewesen und auch große Bestürzung von der Band, was ich sehr erstaunt fand. Du bist ja da so ein bisschen mehr drin in diesem ganzen Business. Was ist da los? Also man sagt, dass er halt, Endeffekt ist die ähnliche Diskussion wie damals vom Freitod von dem Robert Enke. Er litt wohl schwer an Depressionen, hat früher auch massiv Drogen konsumiert, wurde in seiner Jugend auch, glaube ich, auch missbraucht. Und irgendwie hat er das halt nicht verkraften können. Und der Freitod von einer seiner Freunde hat ihn natürlich da hinten noch zu sich getrieben. Und dennoch an dem Geburtstag von Chris Cornell sich dann noch das Leben zu nehmen, ist natürlich nochmal ein richtiges Statement. Was ich sehr schön fand, auch bei vielen Facebook-Seiten, auch anderen, waren, dass man gleich dann auch die Hotline für Suizidgefährdete mit runtergesetzt hat, dass man dann nochmal aufklärerisch tätig war, was natürlich auch in seinem Sinne gewesen wäre. Ist ein großartiger Musiker gewesen. Es hat sich nicht immer so meine Musik gewesen, aber einzelne Sachen waren großartig. Was Linkin Park und Chester Bennington rausgebracht haben, der hat ein paar Sachen mit Stone Temple Pilots gemacht, auch noch selber ein paar Solo-Sachen mit seiner eigenen Band. Aber den wird man schon schwer vermissen. Gerade so eine Persönlichkeit in der heutigen Zeit, in dem Musikbusiness, ist schwer zu finden. Ja. Ganz andere, aus einer ganz anderen Musikrichtung, Andrea Jürgens. Mit 50 Jahren auch gestorben, also an Krebs wohl gestorben. Ich dachte, das wäre so ein akute Niereninsuffizienz, Nierenversagen. Vielleicht auch sowas. Ja, ich glaube, es war ein schweres Nierenversagen. Ja, auf jeden Fall schwer krank gewesen. Also ich meine gelesen zu haben, eine kurze, schwere Krankheit. Also ich muss zugeben, ich muss erstmal tatsächlich nachgucken, weil ich auch ganz oft Andrea Jürgens und Andrea Berg verwechsele. Andrea Jürgens ist der Kinderstar und Andrea Berg war die irgendwann am ersten. Und hatte Andrea Jürgens dann noch Hits? Nee, ich glaube, die hat nur Kids als Kinderstar gehabt und ich glaube auch, dass die immer verwechselt wurde mit einem Kind, also das ist die Tochter von Udo Jürgens. Ja, genau. Das war meine Erinnerung, weil ich kenne bewusst kein einziges Lied von der. Also fällt mir nicht ein. Auch tragisch, mit 50 schon von und einem zu gehen. Ja, erfreulicher, wenn man dann noch Geburtstag feiern darf. Ja. Ich habe zwei Geburtstage. Erzähl mal, wen hast du denn? Und zwar ist am Mittwoch die Schauspielerin Hannelore Elsner ist 75 geworden.
ordentlich. Mick Jagger ist die Woche 74 geworden und hat erstmal schön zwei neue Songs rausgeknallt. Ohne Album, ohne, er hat einfach mal spontan rausgesetzt. Ohne Stones, sondern Solo. Großartige Nummern, muss man sich reinziehen. Wirklich toll. Wen hast du noch? Ich habe dann noch Bill Mockridge. Mensch, alter Linster. Lindenstraßen-Schauspieler bis Ende 2015. 70 Jahre ist er geworden. Ist ja nicht nur Schauspieler, er ist ja auch Kabarettist, Comedian irgendwie so. Der war lange Kabarettist. Ich weiß ja immer nicht, Comedian, Kabarettist. Auf jeden Fall hat er das sehr viel länger schon gemacht als die Lindenstraßen, doch immer nebenher schon gemacht. Da tritt er jetzt mit seiner Frau auch auf, soweit ich weiß. Das ist ja das Interessante an den Mockridges, das sind ja alles Comedy-Leute, also die drei. Da ist ja also Luke, Bill und ich weiß gerade nicht, wie die Frau heißt. Ich auch nicht. Aber das ist auch eine Komikerin. Mhm. Und die treten, also zumindest Bill und seine Frau treten öfter gemeinsam auf. Dann habe ich noch... ich habe auch noch Geburtstag, ja, so ist es ja nicht. Ja? Also Martin Gore von Depeche Mode hat diese Woche Geburtstag gehabt. Ratest du mal, wie alt der geworden ist? Ich muss... Von welcher Band? Depeche Mode. Depeche Mode. Ja, da habe ich auch mein Gesicht vor Augen, eventuell. Da oben. Ja gut, der ist ja schon ein bisschen älter, ne? Ist ein wenig älter, ja. 60. Ja, fast 56 ist er geworden. Okay. Dann habe ich noch einen Geburtstag. Na denn? Es kommt. Hertha BSC ist 125 Jahre alt geworden, der Verein, diesen Monat. Wie warte mal? Ho! Ho! Nee, he, he, he! Ho! Nee, warte mal. He, ho! Nee, wie war das? Ha, ho, he! Hertha BSC! Ha, aber es gibt doch noch he, 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 ja, he, ja, he! Nee, das war ein anderes. Das kenne ich nicht. Ach nee, das Fußball ist unser Leben. Ja, egal. Ja, das war ein anderes. Ja, die sind 125 geworden, war früher total das Skandalverein mit Zwangsabstieg und allem drum und dran. Jetzt sind sie ja eher. Echt? Ja. Das muss auch schon länger her sein. In den 70ern. Ja, gut. Die haben deswegen haben schöne, lustige Geldgeschäfte gemacht und dementsprechend mal öfter mal abgestiegen. Oder wegen Nicht-Könns. Oder, ja. Ja, ich habe ein Jubiläum, nämlich in dieser Woche, ich weiß gar nicht, ob jetzt tatsächlich schon wirklich erschien, aber ich habe es auf jeden Fall schon im Briefkasten. Das 500. Mosaik ist erschienen. Wo sind es denn diesmal? Also, eine bestimmte Reformation. Richtig. Ja. Ich zeige auch das mal ins Bild näher, damit ihr das mal näher sehen könnt. Es ist mal so schwierig, durch das Licht muss ich das immer so besonders drehen. So sieht das aus. Warte mal. Abrafax. Wie kann ich die? Die Abrafaxe, nee, sind es? Ja, ich überlege gerade, wie die heißen. Abrax, das. Nee, Abrax, Barbrax und Kalifax. Genau, ich komme da immer durcheinander. Sind gerade tatsächlich in Sachen Reformation und Luther unterwegs. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, weil ich lese die immer am Stück, wenn dann so eine Serie voll ist. Aber ich muss sagen, ich bin immer noch Fan und finde es immer noch gut. Hab die im Abo, die kleinen Kerle hier. und lese die tatsächlich seit 1985. Damals hat mir meine Mutter so ein Mosaik mal mitgebracht aus unserem Krankenhaus-Kiosk in Oranienburg, in der Robert-Koch-Straße. Damals, als er noch war. Und dann ist immer lecker, habe ich. Weiß ich nicht. Und ich habe den da immer unterm Ladentisch bekommen. Mensch. Also Bückware. Das Mosaik war Bückware zu DDR-Zeiten. Und ich bin dann, weil es war nie so richtig klar, an welchem Tag das Ding erscheint. Ja. Das heißt, ich bin dann immer, wenn dann so der Monatsende war, bin ich immer, ist das neue Mosaik schon da? Nein. Ist das neue Mosaik schon da? Nein. Ist das neue Mosaik schon da? Ja. Und jeden Monat das neue. Genau. Für 60 Pfennige. Ja, das ist doch schön. Und heute, also dieses Jubiläumsheft kostet 3,80. Ich glaube, sonst ist es preiswerter. Aber das Besondere ist ja, dass jedes Heft nummeriert ist. Ich habe die Nummer 49.917. Das ist eine schöne Auflage. Also damit können sich manche Zeitschriften... Das ist in Deutschland der Comic mit der höchsten Auflage. Nein! Die haben 130.000 oder so? Nee, ehrlich? Die sind schon besser verkauft als Mickey Mouse und Co.? Das weiß ich nicht, weil das habe ich in dieser Liste nicht gefunden. Aber auf jeden Fall sind die... Für deutsche Verhältnisse richtig erfolgreich. Finde ich hier großartig. Und völlig zu Recht, weil es ist unterhaltsam, es ist immer noch lehrreich, weil es ja alles immer noch geschichtlich untermauert ist. Es gibt auch so einen Teil drin, ist ja nicht nur Comic, es gibt dann auch so einen Teil, wo man dann noch so andere Sachen erfährt, rund um das Thema, was gerade behandelt wird. Also da gibt es dann richtig so
geschichtliche Seiten und finde ich immer noch recht gut. Und dann feiere ich ein persönliches Jubiläum. Nein, sag nicht an. Sternzeit. Dieser Stern, den zeige ich jetzt auch mal ins Bild, auch wenn das jetzt ausgerechnet eine Nummer ist, die ein bisschen mau war. Ich lese nämlich, das ist die Ausgabe 30 2017 und mit dieser Ausgabe lese ich den Stern seit 25 Jahren. Also ich habe die meiste Zeit bestimmt miterlebt, wie du den immer in der Schule gelesen hast. Ja. Bio-Unterricht oder sonst irgendwo. Der Stern war immer dabei. Genau, also es war tatsächlich 1992 im Sommer, habe ich den angefangen zu lesen. Und es war nämlich im Kreta-Urlaub. Da war ich, das war mein letzter Urlaub mit meinen Eltern. Ja, ich kann mich erinnern. Und echt? Warst du noch nicht bei? Nee, war ich nicht bei, du hast mir davon erzählt. Und da haben wir damals, weil es gab natürlich nicht viel deutsche Presse in Griechenland, aber haben wir den Stern gekauft. Und ich weiß nicht warum, aber ich fand den irgendwie spannend. Damals als 14-Jähriger noch natürlich noch längst nicht alles gelesen und interessiert, aber immer mehr gelesen. Also. Wobei ich muss sagen, ich war früher eher der Spiegel. Nee, Spiegel ist mir zu dröge. Wie gesagt, hat mich meistens aufgrund von Geschichte und so, die Dokumentation fand ich immer ein bisschen besser, aber... Ja, eins muss ich noch zu diesem Titelbild sagen, was natürlich ein bisschen irritierend war. Hier steht, ein Traumsommer in Deutschland, warum die Küste und die Inseln so beliebt sind wie noch nie. Traumsommer in Deutschland, wo? Also nicht ich möchte uns. Wissen, wo. Vielleicht ist es doch das falsche Jahr, vielleicht hast du ja, wie sind die, zwei Jahre zu spät oder so. Keine Ahnung. Ich habe auch ein paar spannende CDs, weil... Ein paar gleich? Ja, ich habe zwei und es liegt daran... Weil diese Woche Wacken ist. Vom 3. bis zum 5. August ist mal wieder Wacken in Schleswig-Holstein. Und dazu gibt es zwei passende CDs. Einmal das obligatorische CD von Wacken letztes Jahr. 26 Jahre voll aufs die Ohr. Und das andere ist, Kai Hansen hat letztes Jahr sein 30-jähriges Jubiläum als Metal-Musiker gefeiert und da spielte halt eine Special-Show 2016 auf Wacken, die jetzt als DVD und CD herausgekommen ist. Großartige Sache. Bei der Wacken-Compilation sind lustige Namen drauf wie Amon Amarth oder, gib mal kurz her, oder Saxon, also Sachen, die man früher kennt. Und vor allem Horfrock. Das sind ja zwei CDs bzw. zwei DVDs und dann sehen wir unsere Freunde von Torfrock selbst mit dabei. Finde ich großartig. Ist wirklich eine schöne Sache für jeden eingefleischten Wacken-Fan. Der rotiert das natürlich jedes Jahr neu. Warst du jemals in Wacken? Nein, noch nicht. Wollen wir zusammen nach Wacken fahren? Nein. Warum nicht? Weil ich erstens zu keinen Festivals mehr fahre. Die Geschichte kann ich ja auch gerne irgendwann mal erzählen. Die ist auch sehr lustig im Nachhinein. Und weil die Mund Schlamm, ja? Nee, das, ja, und weil ich, also ich bin ja kein großer Fan von Schlamm. Wegen der Musik, sagst du einfach. Ja. Aber jedenfalls, die Musik-CD von Hansen ist genauso klasse. Hansen war ja früher Musiker oder Gitarrist bei Halloween, da spielt ein paar Sachen von Halloween. Das ist wirklich eine schöne Nummer. Insgesamt leider nur 12 Tracks, aber es ist wirklich ein schönes Live-Album. Was mir ein bisschen fehlt bei der Sache, sind die Sachen, die er danach gemacht hat, nach Halloween, Gamma Ray. Die fehlen ein bisschen sonst viele Sachen von seinem letztes Jahr erschienenen Solo-Album. Also wirklich eine schöne Sache. Muss jeder Metalhead im Schrank haben. Ich habe ein großartiges YouTube-Video in dieser Woche gesehen. Echt? Also es gibt ja, also wir sind ja auch YouTuber. Ja klar, wir sind YouTube-Stars. Haben schon ganz viele Follower. Oh ja. Und es gibt einen YouTuber, der heißt Julienko. Und der hat 3 Millionen Follower. Der kommt ja fast an uns ran. Ja, und ich gucke ja so einmal am Tag auf dem Handy so die YouTube-Trends, also was so die Videos des Tages am meisten geklickt sind. Und da gab es ein Video, das nannte sich irgendwie Not-OP. Und habe das angeklickt, ich kannte ja Julienko noch nicht. Und dieses Video ist tatsächlich, dass dieser Typ im Bett liegt, im Krankenhaus, und dann sich so selber filmt und so, ja, Leute, ich liege hier im Krankenhaus und hatte gerade eine OP, ein Blinddarm, also er hat dann im Nachhinein dazu erzählt, also der Blinddarm ist durchgebrochen, also es war eine richtig schwere Wohl-OP. Ja, da kam. Und das Erste, was er zu tun hatte, als er aufgewacht ist, war offenbar, sich dabei zu filmen und ein neues YouTube-Video hochzuladen. Tja, da kommen wir irgendwann auch hin. Ich fand es aber irgendwie auch so unfreiwillig komisch. Also ich wusste überhaupt nicht, ob das ernst gemeint ist. Also das wäre Irrsinn. Das ist surreal, weil der will... Der ist jetzt so darauf fixiert, wirklich seine Follower zusammenzukriegen, dass ihm jedes Mittel mittlerweile recht ist, um halt diese Follower zusammenzukriegen. Naja, die Follower hat er ja, ich meine, 3 Millionen, ich bitte dich. Ja, aber die Follower,
ihn ja nicht die ganze Zeit. Das heißt, oder sind jedes Mal neue Statistiken, jedes Mal beim neuen Video? Ja, die Follower ist ja die Zahl, die sein Video bekommen. Ja. Also ob die es dann alle gucken, ist die andere Frage, aber es hat 3 Millionen Fans. Ach so, jetzt haben wir es richtig. Sagen wir mal so auf Deutsch gesagt. Fans. Genau. Ja, Fans ist ja auch so ein gutes deutsches Wort. Nee, aber das fand ich schon irgendwie völlig abgefahren. Deutscher als Follower. Ja. Ich hab auch noch einen Tipp, eine DVD heute mal, und zwar einen Film. Schick. Hab ich schon mal was von gehört. Ein Film nach dem Bestseller-Roman von Wolfgang Herrndorf. Ich glaube, ich habe schon mal von dem Buch gehört, aber eher weniger. Von Fatih Akin. Der sagt mir, hat der nicht Jericho gemacht? Ja, gut, nächstes Thema. Da geht es um zwei Jungs, die einen Lader klauen und damit einen Roadtrip machen durch Ostdeutschland. Genau, mit dem Lader. Cool. Und sich halt dadurch ein bisschen näher kommen. Also eigentlich sind es zwei völlig verschiedene Jungs. Mhm. Einer so aus wohlbehütetem Hause und der andere ist so ein Stinkstiefel irgendwie. So ein, ich weiß nicht, ob es ein Russe ist in dem Film. Ein bisschen auch, Heaven's Door. Ja, so ein bisschen. Hat so ein bisschen das Flair. Und ist natürlich klar, dass irgendwann das Benzin alle ist und so. Also eine ganz tolle Jugendgeschichte. Da sind ja beide so 14, 15 Jahre alt. Spielt ihr das in der DDR oder spielt ihr das in der jetzigen Zeit? Spielt in der jetzigen Zeit. Und da klaut man sich einen Lader? Ja. Macht man. Ah, okay. Also ein wirklich toller Film, kann ich nur empfehlen. Und es ist ein... Also hier wird er verglichen mit dem Klassiker Stand By Me. Der großartige Film. Ja, das würde ich jetzt so nicht sehen. Aber es Stand By Me ist einer meiner Lieblingsfilme, muss ich dazu sagen. Kommt, glaube ich, demnächst wieder. Oder lief gerade. Habe ich auf DVD. Also okay. Muss ich mir nicht jetzt auf regulären Fernsehen einpassen. Ja, nee, also wirklich eine Empfehlung. Ich habe dir im letzten Jahr, als er im Kino kam, 9 von 10 Punkten gegeben. Mensch, das ist ja was selten bei dir. Ich gab schon mal einen Film, der hat nur 10 von 10 gegeben. Ja, natürlich. Müsste ich jetzt aber nachgucken. Aber das weißt du nicht aus dem Kopf, wenn so eine Seltenheitswert ist. Weißt du nicht? La La Land hat 10 Punkte bekommen. Ehrlich? Ja. Wegen der Musik? Nee, weil das einfach ein großartiger Film war. Also weil so wegen der Musik und wegen dieser ganzen Stimmung in diesem Film hat mir unglaublich gut gefallen. Das machen wir am Jahresende. Also meine Filme, du guckst ja keine Kinofilme. Ja, doch, wenn ich mal dazu kommen würde, würden wir auch mal ins Kino gehen. Bloß die Kinofilme, die wir gucken, sind so konträr zu deinem. Ich habe Spider-Man zum Beispiel schon gesehen. Ich noch nicht. Spider-Man, dein Ding? Ja, wäre schon mein Fall, wenn ich dann mal ins Kino kommen würde. Mein letzter Film, den ich mit meiner Frau zusammen im Kino geguckt habe, war Wolverine. Wo er stirbt. Das Schlimme ist ja, wenn die mal ins Kino gehen, dann gucken die immer irgendeinen Scheißdreck. Ja, nicht wahr. Es ist wirklich so. Nein, das stimmt nicht. Übrigens, ich muss ja mal sagen, ich gehe auch jetzt lange nicht hin, sonst bist du nicht im Bett. Auf die 40 zu, und ich habe es vorgestern geschafft, Spätdienst zu machen, auf Arbeit, danach zum Konzert zu fahren und nächsten Morgen wieder früh raus zum Frühdienst. Bei was für einem Konzert warst du denn? Sanctuary, eine amerikanische Metalband, die ungefähr 50 Leute bezahlende Besucher hatte. 50? Ungefähr. Wo fand statt? In der Waldbühne? Nicht ganz. Musik und Frieden waren großartig. Also richtig, richtig großartig. Also die haben die kürzeste Konzert der Welt gemacht. 50 Minuten haben die gespielt. Hätte Normalpreis 27... Ich sag mal so, 50 Leute, 50 Minuten. Also mehr kann da eigentlich nicht kommen. Und vor allem, die Eintrittskarte hat 27 Euro gekostet. Das ist schon ordentlich. Also mittlerweile sind ja generell die Konzertpreise ja... Ja, mit dem Rückblick, da werden wir uns sowas einfallen lassen, weil ich habe nämlich schon gesehen, Heiligabend und Silvester sind Sonntage. Mensch, das heißt, wir machen irgendwas. Ja, wir machen irgendwas Heiligabend und wir machen Silvester irgendwas. Das war's für heute. Ja. Wir wünschen eine schöne Woche. Bis zur nächsten. Keine Wochenshow. Genau. Oder so ähnlich. Auf Wiedersehen. Da muss ich nochmal sagen, mein Bier ist heute nicht alle geworden und sagt trotzdem Prost. Ja, war auch scheiße, das Bier.